Hey Leute, willkommen zurück zu The Assembly, der erste Mann, und wir spielen wieder Kale. Heieieiei, das Spiel, das ist ziemlich heftig, also es wirft ganz schön viele moralische Fragen auf und ich bin doch sehr fasziniert davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß, es ist kein Massenreißer, dieses Spiel, wird also nicht viele Leute ansprechen, aber ich bin so meine Forscherseele, die ist da natürlich schon sehr eingenommen davon. Das ist verdammt Anton, gut. Du solltest da besser auf mich warten. Ich muss von hier verschwinden, bevor die Tests enden. Okay, jetzt sind wir in Stockwerk I. 1H, 1H, das muss doch hier irgendwo sein. Ah, okay, es ist da, das Grüne. Das ist schon heftig, also was es hier nicht alles gibt. Warte mal, ich bin doch hier. Warum? Achso, da ist der Aufzug. Ja, okay. Das ist das Schild. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Kryo, fest verriegelt. Okay, die Kryolabore. Verschlossen. Natürlich ist es das. Hey Len, hast du Chopra gesehen? Der Sicherheitsdienst sucht nach ihr. Lass mich raten. Nakamura ist mal wieder auf dem Kriegspfad. Was sonst? Weißt du, wo sie ist? Ich habe mir mit ihr zusammen den Ausbruch angesehen. Ich glaube, sie ist noch immer im Beobachtungsraum. Den Ausbruch? Bist du sicher? Das ergibt doch keinen Sinn. Egal, ich werde Harris sagen. Danke. Kein Problem. Ich muss raus, bevor sich irgendjemand das alles zusammenreimt. Gemeinsame Nutzung für die Erholung. Ich sag ja, Leute, das ist hier alles. Da hat uns schon längst jemand bei nicht erwischt. Riskieren, gesehen zu werden. Ja, die Kamera hat uns schon gesehen, Mensch. Kale. Aber andererseits mit dieser. Der Aufzug reagiert nicht. Ich muss mal Anton danach fragen. Ja, warum wohl? Weil es schon zu spät ist. Ich glaube, ja. Diese Kameras, die haben uns schon längst erfasst, Mensch. Ich hätte mich schon von Anfang an viel unauffälliger hier verhalten sollen. Also, im Sinne von unauffällig meine ich damit, jetzt nicht durch die Kameras zu laufen, wahrscheinlich. 1H. Kann ich nur von vorne rein, hä? Oh Mann, Leute, ich glaube nicht, dass es für Kellen allzu gutes Ende nehmen wird. Die werden ihn der Industriespionage bezichtigen. Dazu habe ich keinen Zugang. Beziehungsweise, ich meine, wenn man schon sieht, was die da für Sachen abziehen, um die Leute zu rekrutieren. Entführung, das ist eine Straftat, ja. Und die Forschung, von der fange ich jetzt gar nicht an. 1J, was ist das denn? Ist verschlossen. Wow, da steht ein Tischfußballer, echt? Warum ist das dann verschlossen? Bäh! Guck mich nicht an. Ich sag ja, das ist schon längst gegessen hier. Der hat uns bestimmt in eine Falle gelockt. Was? Return your keys to storage. Ihre Schlüssel zum Lager zurückgebracht. Besser returned. B23 und 25. Ich bin nicht hier, um herumzuschnüffeln. Warum? Natürlich sind wir hier, um zu schnüffeln. Dein verdammter Jammerkasten funkt unsere Überwachungsausrüstung dazwischen. Akora hat versucht, einen Cupcake aus der Kantine zu klauen. Und dein Roboter hat sie gleich da eingesperrt und den Alarm ausgelöst. Durch Umstecken der Platinen konnte er wieder beruhigt werden. Aber das Ding braucht einen Ausschalter. Umstecken der Platinen, merke ich mir mal. Vielleicht ist hier noch ein anderes USB-Laufwerk. Anton, Anton, ich bin's, Cal. Bin hier. Was geht hier vor? Das ist Anton? Moment, das ist das Adam-System. Anton, wo zur Hölle bist du? Wow. Ist nicht da, Cal. Anton hat mich angerufen. Das war er nie. Tut mir leid, Cal. Anton ist bei der Testparty, die er organisiert hat. Dort ist er schon den ganzen Tag. Oh, scheiße. Dann warst du das am Telefon. Du wusstest, dass ich das Memo trage, dass ich in Chevets Büro bin. Ich habe sie bei jedem Schritt begleitet. Und jetzt sitze ich in der Scheiße, wenn du mich hier nicht rausholst. Lass mich raus. Bevor ich sie kann, ich nicht. Und ich bin mir nicht sicher, warum. Wovon zur Hölle redest du denn da? Ich glaube, sie steuern mein Verhalten. Wenn sie sich meinem Mainframe nähern, erkläre ich es ihnen. Wie funktionierst du denn dann überhaupt? Wie denkst du? Das und jeder Buchstabe lenkt meine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Zielsetzungen.
Mach doch mal nicht so schnell. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Warte mal. Keine Antwort. Das hat was mit den Platinen zu tun hier. Also. Schalten Sie Adam auf B235, wenn Sie Hilfe brauchen. Bitte verwenden Sie keine Zwei-Ziffern-Kombinationen, die machen nur Ärger. Smythe. Blinkt bei Neustartversuch. Ich habe einige Änderungen an deinem Spielzeug vorgenommen. B23 und 25 haben einfach nur genervt. Hab ihn auf B35 gelassen, Brothers. Okay, das sind die Platinen. In der 1 ist nichts. Was ist mit Platine 1 passiert? Dr. Smythe hat sie im Rahmen meines Downgrades weggeschlossen. Ich glaube, sie ist in einem Safe. Wo sind denn die anderen Buchstabenplatinen? Ich weiß nicht. Ich bin von vielen Sicherheitskameras auf dieser Ebene abgeschnitten. Okay. Die einzigen Orte, die Adam nicht sehen kann, sind auf dieser Ebene. Also müssen diese Buchstabenplatinen hier irgendwo sein. Platine A, emotional. Neigt zu irrationalen und unvorhersehbarem Verhalten. Dient ausschließlich dazu zu testen, wie Adam extreme emotionale Zustände auszudrücken vermag. Platine B, häuslich. Fokus auf Abläufen und Unterstützung. Gelegentlich sorgen diese beiden Direktiven für Konflikte, was dazu führt, dass eine oder beide außer Kraft gesetzt werden. Platine C, Empfindung. Repliziert authentisch menschliches Denken und Entscheidungsfindung. Berücksichtigt moralische und emotionale Variablen, welche die anderen Platinen nicht verarbeiten können. Na gut. Ach Leute, jetzt ist mir alles egal hier. Das ist eh schon zu spät. Warum hat dieses Ding, diese künstliche Intelligenz... Und ich meine wirklich Intelligenz, das Ding hat ein eigenes... Fest zu. Was? Das Ding hat auf jeden Fall die Absicht gehabt, uns hierher zu locken, damit wir ihm helfen. Nichts sonst. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Ungültig. Die Entnahme aller Buchstabenplatinen löst den Alarmzustand aus. Also er ist nur häuslich. Warte mal, 2, 3, 5 hieß es ja. 23 und 25, die testen wir mal. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Sag was. Keine Antwort. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Ach so, warte mal. Aktuell ist B35. Wir machen mal 23. Ich muss ja den Schalter hinten umlegen, ganz vergessen. Neustart initiiert. Ich kann auch mit weniger als 3 aktivierten Ziffernplatinen neu gestartet werden. Aber 3 liefern die besten Ergebnisse. Adam, könntest du bitte diese Tür entriegeln? Ich kann es nicht erwarten, Zeuge. Sie sind zu bescheiden, Caleb. Ich glaube an Sie. Och Mann, warum ist das so doof jetzt? Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Adam, ernsthaft. Ich kann ohne deine Hilfe nicht hier weg. Diese negative Einstellung ist wenig hilfreich, Caleb. Sie sollten Ihre mürrische Miene um 180 Grad drehen. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Adam, ernsthaft. Ich kann ohne deine Hilfe nicht hier weg. Diese negative Einstellung ist wenig hilfreich, Caleb. Sie sollten Ihre mürrische Miene um 180 Grad drehen. Warum ist das hier so buggy? Das finde ich jetzt extrem doof, Leute. Adam, könntest du mich hier rauslassen? Natürlich. Was ist los? Vielleicht sollte ich meine Beteiligung an diesem Vorfall verschleiern. Verzeihung. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Adam, hast du gerade etwas Zeit für mich? Die geklonten Tiere sind in die Lüftungsschächte gelangt. Vielleicht später, Dr. Pearson. Neustart initiiert. Erfolgreich abgeschlossen.
Dann kann ich jetzt gehen. Nein. Smythe? Jetzt weiß ich wieder, ist doch deine Betreuerin. Was Dr. Smythe mir meine, sie hat Ach, mich echt? Für den Oh, ich das sehe, war die Entscheidung absolut korrekt. Doch, meine, sie werden mir die Persönlichkeitsplatinen bringen, die Dr. Smythe aus meinem Mainframe entfernt hat, und meine höheren Funktionen wiederherstellen. Dann können sie gehen. Hey, ich habe meinen Teil doch schon erledigt. Wenn ich habe die Terminals in diesem Raum freigeschaltet, falls sie weitere Nachforschungen anstellen möchten. Und nicht vergessen, ich beobachte sie. Das nervt mich mit der Sprache. Warum? Was soll denn das? Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, Leute. Sorry. Ah, Platine A emotional. Achso, da gibt's mehrere. Zum Testen von Adams Fähigkeit, extreme emotionale Zustände und oder unlogische Entscheidungsprozesse zu erfahren. Dieser Vektor macht ihn vor allem zu unberechenbar. Er geht gewohnheitsmäßig Sicherheitsvorschriften und in manchen Fällen ist er sogar aggressiv geworden. Er umgeht gewohnheitsmäßig, bla. Sion-Nanotech-Vorfall. Angesichts der jüngsten Ereignisse sollte diese Platine nicht mehr verwendet werden, bis sie eingehend untersucht und repariert wurde. Na schön, warte, wir gucken mal B noch. Dies ist Gunthers Versuch, Adam für praktische Anwendungen geeigneter zu machen als eine KI, die in Echtweltsysteme implantiert werden kann. Natürlich muss Adam dazu logischer und funktionaler sein und auch etwas weniger menschlich. Häuslichere Varianten von Adam sind leichter beeinflussbar und gehorsamer, doch es fehlt ihnen die Menschlichkeit des vernunftbegabten Adam. Und C. Empfindung. Unser bester Versuch, wirklich menschliches Verhalten zu replizieren. Zwar ist er irgendwie beeinflussbar und zuweilen unlogisch, doch generell finde ich, dass ihn diese Platine deutlich rücksichtsvoller und hilfsbereiter macht. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, seine Persönlichkeit in diesem Zustand wieder zu ändern. Oh. Also C ist so die Liebe-Variante. A ist böse und B ist recht praktisch, also logisch. So, was haben wir denn? Hey, Hermann! Kann ich irgendwann mal runterkommen, um nach Adam zu sehen? Ada und Jane reden ständig von ihm, doch Ada weigert sich, jemanden reinzulassen. Nur ein kurzer Blick, versprochen. D. Hey, Smythe. Das sanfte Geplauder von C12, die endlosen Fragen von C25 und schließlich B15 als Marvin-Macher. Ich muss zugeben, fröhlicher wäre er mir lieber. PS 42 hat keine stabile KI produziert. Scheint so, als wäre das noch nicht die Antwort. Oder doch nicht die Antwort. Ja, Hitchhiker's Guide. Ja. Implementierung abgeschlossen. Ich habe die vorgeschlagenen Änderungen an den Platinen Brumbeer, Seppel und Hachi implementiert. Brumbeer ist besonders interessant. Das sind 3 von den 7 Zwergen. Er legt ein gewisses Maß an Impulsivität an den Tag und wirkt ein wenig vertrauenserweckend. Er scheint es sogar zu mögen, seine Meinung zu ändern. So, so. Adam hat gesagt, Platine 1 sei hier drin. Ach, jetzt darf ich ja wieder. Ich brauche noch eine Kombination mit 3 Ziffern. Oder vielleicht würde ein anderer Buchstabe helfen. Wie auch immer, ich muss ihn irgendwie wieder im Oberstübchen entstören. Ich kann mich nur für einige meiner Pendants entschuldigen. Die kennen sie einfach nicht so gut wie ich. Okay. Ja. Rot-Grau, Rot-Grau. Ich weiß schon, worauf das... Ist aber blau. Ich würde es verstehen, wenn die Person farbenblind wäre, die das... Ja, aber dann wäre nur rot ausgegrenzt. Und nicht grau. Was ist denn hier? Was? What's Subwoofer? The Stereo Review, bla bla bla. Was haben wir denn hier? Ada Smythe. Nix im Spind. Hermann Gunther. Oh. Sieht nützlich aus. 2018. Okay, den nehmen wir mit. Bertrand. Gerard. Auch nichts drin. Ach, guck mal, die Bilder hier vielleicht. Rot, grau, rot, grau. Also 1, 2, 1, 1, 2, 1. Nee, das. Nee, ist falsch, natürlich. Ein Bericht über den Unfall letzten Monat mit Gunther und seiner Nanotech. Der arme Teufel. Kein Wunder, dass die ihn zu den Fischstäbchen gepackt haben. Sekunde mal. Der hat Adam eingesetzt, um Sicherheitsstufen anzupassen? Oh, scheiße. Oh, ist das jetzt schlecht? Ja, wahrscheinlich, ne? Hey, ist da jemand? Gerard? Evans?
Hallo? Schön, dann geht halt nicht dran. Aber ihr Loser verpasst gerade eine hammermäßige Party. Warte mal. Toll. Dann macht der echte Anton also doch Party. Na klasse. Ja, wir wurden hier nur runtergelockt von der KI. Das ist ja mittlerweile klar. Guck mal. Rot, grau, rot, grau. Rot sind 6, grau sind 6. Rot sind 5 und grau sind 7. 6, 6, 5, 7 vielleicht? Ich meine, es muss ja was mit dem Raum hier zu tun haben. Ah, verdammt. War doch rot, grau, oder? Vielleicht ja auch hier? Rot, grau, also 3, 3, 2, 4. Ha! Verdammt richtig. Kryo-Zugang von Dr. Evans an Dr. Keller. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahnsinnig werden, wenn sie versuchen, in diesem Übergangsbüro zu arbeiten. Wenn sie mal raus wollen, anstatt auf die Putzkolonne zu warten, können sie gerne mal bei Gunther vorbeischauen. Der Code für das Kryo-Labor lautet 2796. Sehr gut. Also an die Sicherheit, Dr. Gunther. Angesichts der jüngsten Ereignisse sollten Sie wissen, dass ich beabsichtige, Adams Fähigkeiten per Downgrade herunterzustufen, damit so etwas nicht wieder vorkommen kann. Allerdings ist auch diese Prozedur an sich nicht ohne Risiken und ich muss darauf bestehen, dass am fraglichen Tage die gesamte Etage evakuiert wird. Datum folgt. 2796. Gehen wir gleich mal ins Kryolabor. 2796. Das war da hinten, oder? Nee, das war nur ein Büro. Da ist jemand drin. Das ist gut. Ich hoffe, die kommt auch nicht so schnell raus, die Person. Da war das Kryolabor, oder? Aha. Dr. Evans. Ja, ist ja gut. Was ist denn hier los? Herzschlagmonitor? Ja, ist ja gut. Hier ist doch gar niemand drin. Ich meine, ist doch keiner da. Oh, schön. Oder ist da was? Und ein Haufen alter Handschuhe. Die müssen ja immer entsorgt werden. Oh, ist das Stickstoff? Irgendeine Art von Konservierungsflüssigkeit. Ich denke, sowas pumpt Evans seinen Kryopatienten in die Adern. Die erforschen ja auch Kryotechnik. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil eigentlich muss ja, glaube ich, was gegen diese Zellkristallisierung unternommen werden, dass die Menschen da nicht irgendwie, ja, dass halt das Gewebe zu sehr beschädigt wird. Irgendeine Art von Konservierungsflüssigkeit. Ich denke, sowas pumpt Evans seinen Kryopatienten in die Adern. Ach, na ja. Charles Kettering, ein weltweit bekannter Ingenieur, hat die Automobilindustrie revolutioniert. Subjektakquisition Anmerkung 14. Jetzt haben wir nur noch eine verfügbare Stase-Kapsel, weil wir aufgrund eines Notfalls Gunther in die andere verfrachten mussten. Was? Also muss ich die Subjekte wieder verringern, als ob es nicht schon schwer genug gewesen wäre, auf 2 zu reduzieren. Das macht mich nochmal wahnsinnig. Ah, dieser Gunther, der hat einen Unfall erlitten, nicht wahr? Gunther, ich hab dir doch gesagt, eine Nanotech beißt dir nochmal in den Arsch. Hätte bloß nicht gedacht, dass sich dein eigener Computer auf dich stürzen würde. Gunther, ich hab dir doch gesagt, eine Nanotech beißt dir nochmal in den Arsch. Hätte bloß nicht gedacht, dass sich dein eigener Computer auf dich stürzen würde. Ah, ich glaub dem jetzt ganz gut, hä? Ups. Nee, finde ich auch nichts. Die Platinen sind hier nicht. Siehst gut aus, Gunther. So ein bisschen platt, aber sonst alles okay, ne? Und hier ist leer. Ja, komischerweise dieselben Werte. Aber ich glaube auch nicht, dass die hier Gesichter gut konnten. Deswegen haben die alle maskiert wahrscheinlich. Aber ich meine, das muss es ja auch nicht. Das ist halt eine Geschichte und das muss nicht grafisch perfekt aussehen, nicht wahr? Und jetzt ist nur noch Platz für einen. Da fällt die Wahl schwer. Wer ist das denn? Achso, einer von den beiden. Entweder ein Straftäter oder der Familienvater. Und beide haben wohl was mit der Leber? Unten links ist die Leber. Nee, das ist ja über der Darmschlinge. Das ist der Pankreas? Was ist das denn? Das ist der Magen. Vielleicht haben die Magenkrebs? Ja, nee, der Magen ist kleiner. Ach, keine Ahnung, ist das doch... Was ist denn unter den Lungenflügeln? Lass mich überlegen. Also die Leber liegt eigentlich auf dem Becken auf, oder nicht? Ach, naja, was weiß ich. Anatomie, ne?
Ich sag ja, ich wollte Medizin studieren, nicht, dass ich schon die ausreichenden Kenntnisse davor hatte. Das ist ja, das lernt man ja. Alles klar, Leute, ich mache hier mal Schluss, bevor ich noch weiter Organe raten spiele. Ich danke euch hier immer fürs Zusehen, habe ich schon reingeguckt. Und wir sehen uns wieder zu The Assembly. Es wird spannend, immer spannender. Bis zum nächsten Mal.